Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu South Park 2 direkter Choläre Zerreißprobe. Ja, wir sind hier in Professor Chaos Versteck und der Sack macht es uns nicht besonders leicht. Na klar, woher hat der das denn? Was ist das denn hier für ein Lagerhaus? Ach du heilige Scheiße. Okay, jetzt müssen wir uns aber erstmal kurz überlegen. Warte mal, können wir hier hoch? Ja. Ödland. Oh, cool. Bisschen Mad Max. So, ich muss mir nur überlegen, was wir jetzt machen. Ach so. Ach so, ja klar. Wir können ja mit dem Zeitfurz einfach durch. Aber wozu das TNT? Okay, machen wir erstmal hier die Pause. Dann dürfte das ja gar nicht auf uns schießen können. Genau. Ah, das TNT ist für die Ecke da. So, das Ding ist ausgeschaltet. Jetzt können wir hier die Kiste nehmen. Ach, das ist Jimbos Lagerhaus. Ich sehe das Foto. So. Aber. Okay. Gut, hätte ja sein können. Oh Gott. Das hätte eigentlich noch ein bisschen mehr explodieren müssen. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir auf einmal auf der Rückseite. Sollte ich hier schon sein? Ich weiß nicht. Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Das Ding da oben ist ja ausgeschaltet. Kann ja nichts mehr passieren. Oh, die Nachtsichtbrille ist cool. Will ich haben. Ja, wir kommen ja nochmal raus, ne? Gut. Da können wir auch nichts machen. Die Leiter oder so kriegen wir nicht runter. Hier hinten ist aber auch nichts mehr. Okay. Da waren wir ja. Okay, und die anderen Türen sind auch nicht offen. Gut, alles klar. Ja, dann passt das schon. Dann gehen wir da lang. Ich hatte eigentlich gedacht, hier wäre noch irgendwas. Sieht aber nicht so aus. So, hier brauchen wir die Humankeit. Damit wir mit Furzkur da hochkommen. Im Englischen ist der Witz viel besser, weil da heißt es wahrscheinlich Fartkur statt Parkour. So, jetzt sind wir hier auf dem Dach, aber wir können... Können wir eigentlich überhaupt... Okay, so können wir da nichts machen. Okay, hier kommen wir runter. Ach, scheiße. Ja, jetzt sehe ich es ja erst. Nee. Okay, hier kommen wir runter. Und dann können wir das hier nach unten. Alles klar. Wow, 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 wow. Okay. Ah, okay, okay, okay. Gut, dann machen wir das mal schnell. Müssen die Zeit nochmal zurückspulen hier. Damit wir nochmal auf die andere Seite kommen. Dann machen wir das halt mal schnell. Mal sehen, was gibt's denn hier. Gesichtsranken. Oh, das sieht auch interessant aus. So, jetzt wieder hier rüber. Jetzt wieder hier runter. Nein. So, und jetzt wieder hier runter. So, jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, das dürfte auch alles hier gewesen sein. So, den ganzen Scheiß hier machen wir noch kaputt. So, da ist wieder Toolshed gefragt. Aua, verdammt. Galone mit Klebstoff. Ja, aber den haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Also können wir nichts machen, also müssen wir hier lang. Was zum Geier? Super Craig? Sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Call Girl. Das stimmt mit dem italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrechersyndikat. Wer zum Henker ist das? Ich habe keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Instagram? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Okay, cool. Danke. Tschüss.
Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier, nimm das. Ruf mich, falls nötig. Ich glaube, du wirst über Hilfe froh sein. Okay. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spast für einen Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scrambles finden, okay? Alles klar. Callgirl, aha. Was hat sie uns da gegeben? Irgendein Handy. Hey, du Spacken da oben. Ich hab dich gesehen. Hier können wir einkaufen. Verbessertes Gegengift, sehr gut. Payfend. Was gibt's denn hier zu kaufen? Gehördisruptor, oh. Aha. Komm, den gönnen wir uns mal. Edgars Klebstoff, den haben wir ja eigentlich für alles Mögliche gebraucht, nicht wahr? Klebeband. Irgendwas war es doch, was wir da immer gebraucht haben. Aber die Sportflaschen sind gut, davon kaufe ich mal ein paar. Ein paar Tortillas haben wir noch. Kleber ist auch gut. Ich weiß gar nicht mehr, warte mal, da, Batterien. Ich kaufe mal ein paar Batterien, weil ich nicht genau weiß. Ein paar Glühbirnen. Man weiß nie, wann man es braucht. So. Aha. Davon haben wir noch welche. Wiederbelebung haben wir auch. Sehr gut. Alles klar. So. Ja, gehen wir halt einfach mal weiter. Kabumm. Bumm. Warte mal. Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sackgasse. Eine Superkraft, die nur mit einem Kompressor funktioniert, ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich, Kuhn. Das hier ist nicht Zelda. Hier, nimm das. Ich sehe hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn. Okay, warte mal. Ja. Gut geschoben, Wunderarsch. Danke. So, alles kein Problem. Maximales Wiederbelebungsserum. Das ist nice. So, ohne Kompressor. Stabile Kiste hast du da? Ach so, ja, sorry. Ich hab's ja schon kapiert. Na, komm schon. Ach, so. Wir können weitermachen. Gute Arbeit. Clever gelöst. Ja, es war eine Kleinigkeit. So, weiter geht's. Meisterrätsellöser. So ein Rätsel war das jetzt eher nicht, aber egal. So, wir nehmen noch den ganzen Kram hier mit. So, klar, wir hauen einfach so eine Mülltonne auf. Okay. You store it. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Scheiße, Lava! Jetzt hör mal mit dem Scheiß auf, Chaos! Nicht Professor Chaos, sein Schurkenkomplize! General Disaster! General Disaster, nein! Vorsicht, rote Haare! Wisst ihr, was Professor Chaos für diese Stadt plant? Hey, du und Butters übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abtreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst! Kante, pass auf! Lakaien, Vamanos! Lakaien, Vamanos! Oh nein! General Disaster! Ja, okay, gut. Ach du Scheiße! Im Namen von Chaos werde ich euch mit Lava übergießen, bis ihr um Gnade winselt! Keine Chance! Ignoriert die Lakaien! Geh auf Disaster! Kein Problem! Wir jagen den jetzt erstmal kräftig allen einen rein. Zack! So erhöhen wir nämlich noch den Angriff. Und Angriff. Hier kommt der Kuhn. Zack! General Disaster. Tiefer schneiden? Erhebt euch, Lakaien, und gehorcht eure Meister. Ja. Wie viele denn? Lauf heim zu Mama, du Schwachmat. Mikroaggression. Boah. Das gibt auch die Fresse. Hab noch viel mehr Chaos auf Lager. Ha. Ich hol mal mein Werkzeug raus. Mikroaggression. Okay, da würde ich nur ihn treffen. Da würde ich zumindest ihn treffen. Aber die Lava kriegen wir jetzt trotzdem nicht weg, nicht wahr?
Also würden wir beide treffen. Ja, komm, hau raus. Das? Bam! Ja! Ein Lakai weniger, nur noch 843 übrig. Nur noch 843? Willst du mich verarschen? Ich weiß, die sind feuerresistent, aber trotzdem. Hunderarsch ist nicht zu spaßen. Ich habe kein Wort verstanden. Oh oh. Die Welt wird ein Chaos sein und Lava soll die Erde bedecken. Da kommt's. Oh oh. Ignorier die Lakaien. Geh auf Desaster. Kein Problem. Mach ich auch. Und zunächst einmal saugen wir ihm auf jeden Fall ein bisschen Lebensenergie ab. Zack, zack, zack. Blutgruppe A, du bist bestimmt ein Klugscheißer. Blutgruppe A. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Mechalakaien. Mechalakaien? Estamos colocados en el modo. Los, Mechalakaien, vámonos! Willst du mich jetzt verarschen? Nein, das machen wir so nicht. Willst du mich verarschen, Mechalakaien? Chaos ist unausweichlich. Na gut, das überleben wir. Scheiße. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ich schließe dich in meine Gebete ein, Kuhn. Ach du Scheiße, ey. Was sollen wir denn jetzt? Sag mal, so kommen wir nicht da durch. Kuhn, kannst du nichts tun? Boah. Okay, der ist immun gegen Feuer. Aber wir kommen ja trotzdem nicht an ihn ran. Das ist ja das Blöde. Okay. Du hast dich beim Manscaping geschnitten. Toolchat, jetzt musst du es reißen. Irgendwie. Warte mal, wie weit reicht denn die Heilung? Okay, es reicht, um ihn zu heilen. Aber um die Kuhn zu heilen, reicht es nicht. Okay. Das macht fast überhaupt gar keinen Schaden bei ihm. Warte mal, wie könnten wir das am besten lösen jetzt? Ja, so erwische ich nur ihn mit 85. Und wie viel macht das? 43. Ja gut, 85 ist 85. 104. Okay, ist schon doch gar nicht mal so schlecht. Oh, komm. Versau das nicht, Blödsack. Kein Problem, ich krieg das hin. Vertraut mir. Oder lieber doch nicht. Scheiße. Mist, ich erwische ihn nicht. So würde ich ihn erwischen, oder? Oh, der ist fast down dann. Ja, kein Problem. Einfrieren und stirb! Ja, machen wir sie platt! Yes! Diabolische Inschrift und der rothaarigen Sinn. Alles klar. Das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig. Oh mein Gott, Super Craig. Oh nein. Super Craig, halt durch. Scheiße, ohne Kompressor kriege ich die Lava nicht weg. Halt durch. Wir finden was, wo wir Toolchat Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig. Wir werden dich retten. Mach was, Toolchat. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt. Schon vergessen? Schon okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhnfreunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig, wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn, aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein! Gut, du hast den kleinen... Mein Leben zieht an mir vorbei. Dinge, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen Scheiß-Kompressor! Meine Schuhe halten nur Reibungshitze aus. Meine Schuhe halten nur Reibungshitze aus. Was machen wir nur, was machen wir nur, was machen wir nur? Ein trauriger Tag für Kuhn und Friends. Untersuchungsmodus. Übereinstimmung? Oh nein! Oh nein! Oh Gott. Was machst du da? Bist du irre? Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Oh Gott, was jetzt? Nutze die optimale Furzstärke zu ermitteln. Okay, Achtung. Oh. Scheiße, das macht sein Arschloch.
Was ist passiert? Der Neue hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Oh. Schnappt euch Chaos, ich versuche Supercrack zu stabilisieren. Au, fuck! Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz, ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Supercrack, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Hey, das war echt cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team voll Arsch. Yeah, Verbündetkraft, Sandblaster. Wohl eher der Arschblaster. Komm mit mir, Wunde Arsch. Aua. Mach's doch mal, bitte. General Disaster, bist du da? General Disaster? Sie sind alle verbrannt, oder? Scheiße. Dürftig. Klar, wir sind doch ein gutes Team. Ja, jetzt können wir endlich ein Selfie mit ihm machen. Der Arschblaster und ich. Stan Marsh. Yes! So, jetzt will ich. Entspann dich, Super Craig. Mir geht's gut. Ich sagte, mir geht's gut. So tapfer, so tapfer. Die Injektion ins Herz, öffne Nadel, wupp. Halt, Moment. Geht das? Ja, das geht! Alles klar. Sandblaster! Toolshed ist da! Oh. Oh Gott! Okay. Optimale Stärke. Feuer frei! Geht doch! Flop. Ich. Ja. Ich sag dazu mal nichts. Aber es ist so göttlich. Es ist so göttlich. Hey, ich verzieh mich aufs Dach. Da werde ich auf dich warten. Kein Problem, Toolshed. Toolshed, sag ich schon. Humankind. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz zurück, denn wir haben ja da noch Lava. Wo kommen die Arschlöcher jetzt her? Warte. Arschloch! Wo kommen die jetzt her? Scheiß Kuhnlackeien. So, ich muss den Plan mal ändern. Wir nehmen mal Mosquito raus. Und nehmen wieder mal Captain Diabetes rein. Denn er ist halt einfach ein Brutalist. Pure Kraft. Ach du Scheiße, sind das viele. Ja, okay, es sind 4 Stück. Ich werde bestimmt Lakai des Monats. 5 Stück. Es sind 5 Stück. Lakai des Monats, von wegen. Zeig dir, was du drauf hast. So. Jetzt gucken wir erstmal. Jawohl, die können wir auf jeden Fall schon mal schocken. Jetzt geht's Fred aus, Fressbrett! Ich geb's zu, du hast Potenzial. Zu mir, überrennen wir sie! Nix geht's. Aua! Häng dich mal an, Alter. Toll, der schmeißt mit Dings nach mir. Wausch! Haha. Der Elementarschaden ist gut. Was packst du, Wunderarsch? Kein Problem, ich hab noch Toolshed im Hintergrund. Der hilft. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. So, jetzt kriegen wir ihn erstmal down. Ja, der ist sowieso so gut wie down, aber. Warte mal, können wir. Ja, ihn da hinten können wir erwischen. Zack! Hum. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Ich folge dem Ruf des Chaos. Nicht übel, aber. Kein Problem. Noch alles. Ist noch alles im machbaren Bereich. So. Erstmal fett heilen. Hier, Keule! Jawoll! Läuft gut! Diabetes-Time! So, Captain Diabetes, du weißt, was du zu tun hast, oder? Na gut, er ist so gut wie tot. Er ist so gut wie tot. Es macht eigentlich relativ wenig Unterschied. Ja, komm. Zack! Zack! Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Oh nein, ich spiele dieses Selbstmord. Haben überhaupt keine oh, Chance. Kacke! Boah, das hat wehgetan. Zeit für Verwüstung! Scheiße, da hätte ich jetzt meinen Zeitfurz eigentlich verwenden können. Na egal. So, was macht er jetzt? Ja gut, die sind gegen Feuer immun. Ich erwische ihn aber auch nicht von hier aus, oder? Nee, leider nicht. Ich kann ihn nicht erwischen von hier aus. Ich bin da leider ein bisschen. Ich kann ihn höchstens so Schaden machen. Da! Zeig ihnen, wer der Boss ist! Du bist nichts gegen den Meister! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! So, ihn können wir doch jetzt bestimmt. Jawohl.
Weg mit dir! Kylo! Oh nein! Hallo! Ach scheiße, es geht nicht. Ich brenne hier. Oh oh. Cartman wird draufgehen, wahrscheinlich. Kann aber auch sein, dass wir jetzt einfach gewinnen. Zurück. Zack! Noch ein Feindfeld. Für die Freiheit und die Pearls! Für die Freedom und die Pearls. Freedom Pearls! Einführungs-DVD Chaos-Angestellte. Aha. So, jetzt können wir aber zurück, oder? Yes. Ich warte jetzt schon einige Zeit auf Dach. Kommst du? Ja, immer mit der Ruhe. Chill doch mal. Ich will nicht erst wissen, was da hinten abgeht. So, der Sandblaster. Toolshed ist da. Und los geht's. Nice. Gar kein Problem. Okay, dann mal weiter, Vollarsch. So nennst du mich überhaupt Vollarsch? Okay, und hier geht's um die Ecke. Was zum Geier geht denn hier jetzt ab? Das sieht mir schwer nach Chaos-Versteck aus. Was ist das? BP-Öl-Katastrophe. Oh. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Okay, wir kommen dort nur rüber, wenn ich jetzt... Ja, ich muss die Zeit stoppen. Ansonsten kommen wir da nicht rüber. Nee, das ist doch dieser andere Typ, oder? Dreifaltigkeit der Besinnung. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber das war doch dieser... Ja, genau, der da oben rechts. Dieser komische... Ah, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der, wo immer alle Leute aufgeklärt hat, was sie falsch gemacht haben, wie man es verhindern hätte können. Mehr hat er aber auch nicht gemacht. Ich ahne hier Schlimmes. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich hätte hier gar nicht hingehen dürfen. Glaube ich. Die ganze Stadt wird brennen und Chaosfeuer wird die Welt verzehren. Ja, irgendwie glaube ich, hätte ich hier gar nicht hingehen dürfen. Auf diesen Helden ist dein Kopfgeld ausgesetzt! Oh, shit. Okay, vielleicht sollte ich ja doch nicht hier lang. Ich weiß es ja nicht. Warte mal, da waren wir ja drin, ne? Oh, shit. Ja, hier waren wir drin. Okay, 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 okay. So, nochmal kurz zurück. Wir wollen ja den Humankind nicht erzürnen. Da oben ist eine Leiter. Vielleicht bin ich jetzt auch wieder instinktiv den richtigen Weg gegangen. Eigentlich hätte ich... Oh, scheiße. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich kämpfe jetzt nicht gegen euch. Ich will nur zurück. So. Gut, dann schauen wir jetzt einfach mal, was auf dem Dach abgeht. Vielleicht ist da ja... Vielleicht ist da ja einfach Sackgasse. Die quälen immer noch den armen Kerl, so punk, punk. Okay, gut, hier ist nichts mehr. Hier vorne können wir auch nicht hin. Alles klar, gehen wir aufs Dach. Okay, Wunderarsch, wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Furz-Kur-Action zu machen. Echt jetzt? Ordnungsfanatiker, hier ist Chaoszone! Und stell den da mal ruhig, der ist super nervig. Ja, das machen wir ja gleich. Wir müssen da hoch, ne? Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Oh, das sieht nicht richtig aus. Oh, scheiße! Kannst du deine Arschkräfte benutzen, um das wieder zusammenzusetzen? Ja, könnte ich. Ey, das ist widerlich! Ach so. Wir müssen da hoch. Ja, warte mal, erstmal müssen wir ja hier eigentlich mal die Lava wegmachen. Wir müssen einen Weg darauf finden und mit wir meine ich dich. Ja, kein Problem. Aua, Mann, Humankind, du versperrst mir den Weg. So, wir machen erstmal die Lava weg. Toolshed hat, was du brauchst.
So, gucken wir mal. So. Und los geht's. Geschafft. Gut, die Lava ist weg. So, und jetzt? Ach so. Okay, das bringt uns etwas näher. Mach weiter. Ah, okay, ich verstehe. Okay, Moment. Okay, also so kommen wir da hoch. Warte mal, das kann ich da noch kaputt. Gibt's bestimmt einen tollen Ausblick, falls wir je hochkommen. Okay, wir sind startklar, also rauf da. Jo, das sieht gut aus. Einwandfrei. So, hoch. Man muss erstmal das 2D umdenken. So. Was haben wir hier? Fernglas, Lakai des Monatsplakat. Alles klar. So. Furzkur. Los geht's. Wow, von hier oben kann man alles sehen. Zu göttlich. Ach so, jetzt sind wir... Ah, ich verstehe. Jetzt sind wir hier auf dem Dach. Okay. Ja, und da unten ist die Gasse, wo wir eigentlich eh gerade schon drin waren. Ah, okay. Also ist hier einfach nur ein bisschen extra gedöns. Ups, ich habe irgendwas aufgesammelt und hab's zu schnell weggeklickt. Oder hier geht's nicht rüber. Ach so, das wäre einfach nur eine Abkürzung. Schnucki. Das wäre einfach nur eine Abkürzung gewesen hierhin. Ach so. Ja, okay, gut. Die Lava ist schon weg. Die Lava ist schon weg. Keine Panik, Call Girl. Ich habe alles geklärt hier. Alter, wie viel Alufolie die gekauft haben. Ja gut, für 20.000 Dollar, da geht schon was. Für 20.000 Dollar kann man eine Menge Sachen machen. So. Ich würde aber ja mal schwer behaupten, wir möbeln jetzt noch die jeder da vorne auf. Die Kreatur auf Erden wird von Lava bedeckt sein. Ja. So, wir mischen jetzt die hier noch ein bisschen auf. So. Und dann war's das wieder für den Part. So, okay. Wir starten den Kampf. Ach du Scheiße, sind es viele. Okay, die kriegen jetzt erstmal alle einen fetten Schock ab. Und da schreist ein paar Ärsche auf. Jetzt wird's chaotisch. Der hat vielleicht Nerven. Lust auf eine Runde, Chaos? Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Autsch. Jetzt wirst du zerfetzt. So, Kuhn. Walte deines Amtes. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Nice. Du hast offensichtlich geübt, Kuhn. Aufhören, ich krieg schnell drauf. Okay, gut. Wir haben die alle so ziemlich unter Kontrolle. Toolshed. Ja. Das würde ihn umbringen, aber... Ja, komm, wir machen erstmal so ein bisschen Damage. Zack. Wir könnten mit der Kreissäge spielen. Wow. Aufzutreten! Du Sack. Ich mach das nur wegen dem Geld, hat er gesagt. Okay. Was machen wir mit ihm? So, ihn jagen wir erstmal weg. Ja, warum eigentlich nicht? Genau. Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. So, ihn erstmal zurückstoßen. Entropie! Okay, das war fies. Los geht's. So, jetzt bin ich erstmal wieder dran. Das wird nicht gehen. Aber das geht. Oh ja. Ich liebe diese Schockfähigkeit. Die ist so geil. Zack. Vorsicht, Starkstromgefahr hier. Ultimative Kraft bereit. Nein, das lasse ich nicht zu. Lass Toolshed aus dem Spiel. Dein Zug gehört jetzt. Cuidado, amigos. Feind erledigt. Wer will verstümmelt werden? So, ich will natürlich Toolsheds Fähigkeit sehen, deswegen
kümmern wir uns einfach nur um ihn hier. Verblutet, welch ein Abgang. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. So, Toolshed, was hast du drauf? Wie, du kannst nur einmal direkt nach vorne? Das ist ja voll lahm. Ja, egal. Komm, wir schauen es uns an. Toolshed! So was macht man eigentlich nicht mit Bohrern, aber du wolltest es so. Autsch. Trotzdem voll die Verschwendung eigentlich. So, und ihn machen wir einfach ganz klassisch platt. Bam. Bam. Erledigt. Feierabend. So, nur noch 800 ein paar zerquetschte Chaos-Idioten übrig. Haha, ein paar zerquetschte. Infernales Zeichenrezept. Okay. Sehr schön. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal Feierabend. Und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge auf dem Weg zu Professor Chaos. Also bis dahin, macht's gut und ciao!